Heute ist es wieder soweit. Wir testen heute die 82 Plus Upgrade Packs und schauen, wie viele müssen wir davon ziehen, bis wir einen Foot Fantasy bekommen. Anscheinend sollen die bodenlos schlecht sein. Wir werden es rausfinden. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like da. Knapp 60% meiner Zuschauer schauen meine Videos, haben aber meinen Kanal noch nicht abonniert. Also falls du zu den Schlingeln gehörst, lass sehr, sehr gerne ein Abo da auf Ehrenbruderbasis. Und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Let's go! Wir sind in FIFA 22 angekommen. Das Ganze wird live auf Twitch aufgenommen mit dem Livestream-Chat. Und da sind auf jeden Fall ein paar Leute am Start, die meinen, man zieht hier fast nur 82er aus den 82 Plus Packs. Von dem her, ich bin sehr, sehr gespannt, was das heute wird. Wir haben 100 Stück vorbereitet. Da muss doch was rauskommen. Hier seht ihr wie immer den Pack-Counter. Der ist gerade auf 1. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem ersten Pack. Dann stimmt es auf jeden Fall. Und dann testen wir mal. Wir ziehen direkt mal einen 84er. Von wegen nur 82er. 84er André Silva ist doch schon mal direkt überragend. Ich werde euch natürlich nicht jedes einzelne Pack zeigen. Gerade die 82er Packs werde ich wahrscheinlich rauscutten, so dass man sich das gut geben kann. Aber im nächsten Pack direkt der nächste. Ja, das ist auch eine 84 von dem her. Ich bin hier auf der Sonnenseite der EA-Accounts. Ich ziehe hier wirklich die guten Karten und nicht die 82er. Schreibt mir mal in die Kommentare, haben sich die Packs bei euch gelohnt? Hattet ihr was Gutes? Wir werden es heute, wie gesagt, rausfinden. Drittes Pack in vom Walkout. Von dem her, easy. Ich mache mir da keine Sorgen. Wir ziehen schon unseren Foot Fantasy. Wir ziehen den schon. Ah, okay. Siebtes Pack, erster 82er. Aber ganz ehrlich, die sind ein Ticken besser als behauptet. Oh, da ist der erste Walkout im 8. Pack Italien, ZM, Verratti mit einer 87. Ich kann mich bis jetzt überhaupt nicht beschweren. Also geht bis jetzt übel fit. Die Packs kosten ja auch nur so um die 4000 Münzen. Also wenn man einen 84er zieht, hat man die Coins einigermaßen wieder drin. Und jetzt 87er Verratti im 8. Piqué 84er. Spanien, Rechtsverteidiger, 84er Navas. Deutschland, ZM, Gündo ist der 85er. 85er Gündo, geht voll fit bisher. Iago Aspas mal wieder ein 84er. Henderson, 84er. Okay, das war jetzt nicht die beste 10er-Runde. Deutschland, ZOM, Havertz, 84er. Man muss sich hier bei den Packs wirklich auch über 84er freuen. Die sind nicht geil bis jetzt, muss man wirklich sagen. Im Vergleich zu Picks bodenlos. Ja, Walkout, 86 plus. Portugal, Rechtsverteidiger, João Cancelo. Es geht doch. Endlich mal wieder ein Walkout im 27. Pack. Ja, da ist Luft nach oben. Und ich bin auch sehr gespannt, ob wir wirklich heute noch einen Foot Fantasy sehen. Aber ja, wir müssen eigentlich so lange ziehen, bis wir einen ziehen. Sonst kommt das Video eh nicht online. Von dem her, João Cancelo nehme ich erstmal mit. Frankreich, Linksverteidiger? Ah, nicht mal Mon, die gönnen doch. Oh mein Gott, wir ziehen ein Brett. Carlos Vela. Let's go, ein Brett. Brasilien, ZTN. Fernando, man muss sich über 84er richtig freuen. Let's go. So, wir sind bei der Hälfte der Packs angekommen. 50 Stück haben wir geöffnet. Ausbeute, Verratti, Cancelo und 84er Inform oder so. Weiß ich schon gar nicht mehr. Also die Packs sind wirklich, wie versprochen, unglaublich schlecht. Oh, mal wieder ein Walkout im 63. Pack. Let's go. Trent Alexander-Arnold macht die Packs, sie lohnen sich unfassbar, nachdem wir gerade, ich glaube, fast 10 82er in Folge gezogen haben. 87er Trent Alexander-Arnold, warum beschwere ich mich überhaupt? Was denn? Oh, okay, jetzt hat es nur zwei Packs danach gedauert bis zum nächsten Walkout, 86er Chiellini. Wir sind jetzt warm gelaufen, wir sind heiß gelaufen, okay. Ich merke jetzt, jetzt geht's in die heiße Phase. Wir haben noch 35 Packs, die ich vorbereitet habe, bis zu den 100. Von dem her, vielleicht ziehen wir den Fantasy Foot ja noch innerhalb dieser 100 Packs. Weiß ich nicht, glaube ich immer noch nicht dran. Aber so langsam kommen die Walkouts. Aber alles in allem, Picks sind tausendmal besser. Wir hätten jetzt schon das Vielfache dieser Walkouts durch Picks bekommen. Alter, direkt im nächsten. Oh mein Gott, ich dachte gerade ganz kurz, das ist ein Fantasy Football, das so Silber war. Aber wir ziehen eine Europa League Karte. Pedri, weiß ich, ja, ja, den habe ich schon, aber ich habe den Tradable, glaube ich. Dann können wir den wegballern. Ja, ist auf jeden Fall ein zuverlässiger Spieler mit Flair und bringt uns 15.000 Münzen durch Abstoßen. Oh mein Gott, wir haben es wirklich geschafft. Rossesa, gib mir diesen Rossesa Foot Fantasy.
Nein, 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 nein. All diese Arbeit, um am Ende wieder die schlechteste Eventkarte zu ziehen. Wirklich, ich kann dieses Format eigentlich mittlerweile auch nennen. Wie viele Upgrade-Packs müssen wir ziehen, um die schlechteste Eventkarte des jeweiligen Events zu ziehen? Wir hatten José Lu bei Headliner. Wir hatten beim Team of the Year Donnarumma, was der schlechteste ist. Was gab's noch? Future Star. Was hatte ich da? Trincao war auch einer der schlechtesten. Road to the Final hatten wir Schoboschlei. Wir ziehen, ja, Grüße gehen raus an Cristiano Ronaldo, okay. Bei Foot Birthday hatten wir was ganz, ja, was ganz Nettes. Der war in Ordnung. Aber Foot Fantasy, wir werden mal wieder rasiert, José Sá, aber ganz ehrlich, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass wir noch eine Karte ziehen und ich habe auch eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass dieses Video noch online geht, weil die Packs einfach zwischenzeitlich so schlecht waren. Von dem her, ich habe jetzt noch 27 Packs übrig, wir schauen mal, ob wir daraus noch ein bisschen was ziehen können. José Sá ist auf jeden Fall eingetütet und damit ist die Challenge für Foot Fantasy abgehakt. Am Wochenende kommen hoffentlich wieder Player Picks. Dann werde ich zum zweiten Team das Ganze vielleicht nochmal machen. Aber wichtig und richtig. Zlatan Ibrahimovic, 84er. So, wir gehen rein in die letzten 10 Packs. Seit dem Fantasy Foot kam natürlich auch überhaupt nichts mehr. Also Jungs, spart euch eure Coins, spart euch eure Untrades oder eure Rares oder Non-Rares oder was auch immer. Und mach die erst wieder in die Player-Picks rein. Diesen André Silva haben wir heute auch 10-mal gezogen. Also die Ausbeute war heute wirklich nicht gut. Wir hatten da definitiv schon bessere Videos mit wie viele Upgrades müssen wir bis bla 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 ziehen. Aber bis jetzt muss ich sagen, haben wir da auch eigentlich immer nur die Player-Picks gezogen und nie diese Packs, weil die halt auch schon unfassbar lange nicht mehr kamen. Argentinien, Torhüter. Ja, okay, da haben wir mal einen 84er, da haben wir mal richtig reingelackt, GG. Und dann ziehen wir jetzt hier die letzten 3 Packs und dann haben wir die 100 Packs voll gemacht. Wir haben tatsächlich einen Foot Fantasy gezogen, den schlechtesten. Wobei Core von Mainz ist sogar noch schlechter. Von dem her, wir haben nicht mal den schlechtesten gezogen. Was beschwere ich mich? Was beschwere ich mich? So, vorletztes 82 Plus Pack. Komm schon, bitte gönn mir doch nochmal ein Walkout oder irgendwas. Es wird tatsächlich ein Walkout. Man muss es nur fordern von EA. Die hören manchmal zu. Ich habe es wirklich manchmal im Gefühl. Thiago 86er. Big. Überragender Abschluss. Und jetzt Pack 100 wird nochmal zum Abschluss bestimmt eine richtige Maschine. Brett nochmal am Start. Deutschland, ZOM, Kai Havertz. Alles klar, Männer. Das soll es gewesen sein vom 82 Plus Upgrade Pack Opening. 73 Packs mussten wir ziehen bis zum ersten Foot Fantasy. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns die Tage wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.